Einen wunderschönen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und wir sind hier bei DDG Dashcam Germany und ich würde sagen, let's go. Ein Hallo und willkommen zu Folge 476. Los geht's. A3, Köln Richtung Oberhausen, zwischen Köln-Mülheim und... Das ist das Problem, wenn man so ein bisschen schräger steht. Also nicht 90 Grad zu dem Querverkehr. Dann hat man nämlich die A- bzw. die A-Säule, die B-Säule und eventuell noch die Kopfstütze von Sitz im Weg. Und so kann man nicht genau schauen. Da muss man sich eventuell ein bisschen bewegen auf dem Sitz, um das genau einsehen zu können, ob von rechts jemand kommt. Sind viele sitzfaul, machen das halt nicht und denken, na gut, wenn ich nichts sehe, fahre ich halt los und dann passiert genau sowas. Ach, das sind heute irgendwie noch nicht alle wach, aber in diesem Sinne viel Spaß mit dieser Folge und weiter geht's auf der Landstraße. Ist aber schon kaputt. Genau das, also er tastet sich jetzt vor. Normalerweise, wenn hier der Mittelbereich größer ist, wäre das ja kein Problem. Also wenn der Wagen jetzt hier genau in diesen Mittelbereich draufpasst, ohne uns zu behindern oder gefährden, ist das völlig okay. Aber der hat uns gesehen, hat gesagt, ja, pass auf, er hat jetzt doch genug Zeit abzubremsen, also wir. Ich taste mich jetzt einfach nach vorne, bremst uns somit aus und wartet auf den Verkehr von rechts. Aber das sieht man ja hier schon an der Seite, dass dieses Konzept bei ihm wohl nicht ganz aufgeht, wie er links abbiegt, aber das auch irgendwie nicht lernt. Also hier ist schon öfters mal einer reingedengelt. Also du bleibst logischerweise hier stehen, wartest, bis links und rechts keiner kommt und dann kannst du losfahren. Haben wir den Mittelbereich ein bisschen größer, kannst du gucken, ob einer von links kommt, dann fährst du drauf und dann guckst du, ob einer von rechts kommt und dann kannst du schön links abbiegen. Ja, weil sie schon kaputt ist. Und sagt, was er wollt, so wie das Auto hier ausschaut, nimmt er nicht zum ersten Mal wem die Vorfahrt. Aber Vorfahrt nehmen ist ja sowieso das deutschen liebstes Hobby, zusammen mit Ampeln natürlich. Hat von ganz hinten gesehen, gerade rot geworden, gefühlt noch 5 Minuten gefahren und dann rübergefahren über die rote. An dieser Stelle wäre jetzt schon längst der Führerschein weg, ja. Ja, aber nochmal gesagt, das ist nicht so nur ein deutsches Ding, da gibt's Länder, da geht's richtig ab. Also das ist jetzt. Zum Glück sind wir hier nicht gerade ausgefahren. Also bei uns hier in Deutschland, das ist wirklich noch, wenn man mal die anderen Verkehrsteilnehmer in den EU-Ländern zum Beispiel vergleicht, ist hier in Deutschland noch ein Meckern auf hohem Niveau. Aber solche Videos sind der Grund, warum ich auch, wenn ich grün habe, trotzdem immer noch mal gucke. Aber manchmal zieht man sowas ja auch magisch an, gleicher ein. Das ist ja das Problem. Obwohl sie grün haben und dann tasten sie sich langsam rein und gucken doch mal. Ja, könnte ja einer kommen, ja. Aber das Problem ist, wir haben einen Vertrauensgrundsatz, wir müssen drauf vertrauen, weil wenn jeder an der Ampel, wenn er grün hat, ja, nochmal rüber tastet, dann schaffen es vielleicht 2 Autos über die grüne Ampel. Dementsprechend wird der Rückstau auch größer. Ja. Ein Sender gleicher Tag. Linksabbiege Ampel mit Pfeil und die ist definitiv mal knallgrün. Ja. Wo auch immer der Honda dann hingeschaut hat, da kann definitiv keine Ampel überhaupt grün geleuchtet haben. Also komm mal, wir haben hier 1, hier wird wahrscheinlich auch eine Ampel sein. 1, 2, 3, 4, 5 Ampeln, die hell leuchten oder mindestens 4. Ich weiß nicht, ob jetzt, ich glaube, hier ist keiner. Da haben wir wenigstens 1, 2, 3, 4 Ampeln, die hell leuchten. Es muss mir ein Signal geben, dass ich jetzt an eine Ampelkreuzung ranfahre und dementsprechend mich auf meine Ampel konzentriere. Aber das ist ja wirklich blind durchgeschossen, Mann. Komplett geträumt. Apropos Träumen. Manche Träume sind auch einfach ein schlechter Traum. Das Auto unseres Einsenders hat sich auf jeden Fall gefreut. Zum Glück war die Handbremse angezogen. Sonst wäre wahrscheinlich noch eine verkratzte Front und ein ins vordere Auto gekippter Roller dazugekommen. Ich muss mal so sagen, in anderen Ländern ziehen sie keine Handbremse, lassen alles neutral. Genau aus diesem Grund. Weil, wenn du auf ein Fahrzeug drauf fährst, was eine Handbremse angezogen hat, kannst du mehr Schaden machen, als wenn ein Wagen neutral ist und du einfach nur leicht anditscht und der rollt dann einfach nur weg. Wenn du eine Handbremse, dann drückt der ja richtig dagegen und richtig gegen, ne, parkendes Auto und dann kann natürlich dann dadurch auch mehr passieren. Also, Handbremse angezogen, einer fährt dir beim Parken drauf, ist der Schaden wohl, ich sag mal wohl, größer, als wenn du neutral drin hast. Aber wir sind ja verpflichtet hier in Deutschland, Feststellbremse anzuziehen, weil wir müssen das Auto, sobald das Auto abgestellt ist, müssen wir das Auto vor dem Wegrollen
schützen. Deswegen sollte man ja auch eigentlich so machen, dass wenn der Wagen abgestellt wird, dass die Räder komplett nach rechts eingelenkt sind, falls das irgendwie mal was sein sollte, dass die Feststellbremse sich löst, dass wir so gegen den Bordstein rollen. Macht aber auch keiner. Und komischerweise bei uns in der Prüfung wollen die Prüfer, dass wir die Räder gerade machen beim Parken. Na gut. Aber wo wir schon bei guten Ideen sind. Hier auch Auto komplett verdeckt, schräg angekommen. Hier wahrscheinlich wieder die B-Säule. Die Sicht genommen. Na gut, wenn ich nicht sehe, kann ich ja hier rausfahren. Los geht's. Und dann passiert sowas. Ruhig. Rausfahren, ohne was sehen zu können, das zählt auf jeden Fall mal nicht dazu. Ich kann mal ein bisschen leiser machen. Bei verdeckter Sicht loszulaufen, demzufolge aber auch nicht. Wie kommt man denn darauf, über die Fahrbahn zu laufen? Ja, über die Fahrbahn zu laufen mit der Einstellung, ja, ich gehe immer davon aus, dass kein Fahrzeug kommt. Ganz im Gegenteil, du musst davon ausgehen, dass immer ein Fahrzeug kommt. Deswegen guckst du dann auch. Aber dann sich dann zu erschrecken, kommt da doch ein Fahrzeug. Auf der Fahrbahn fahren wirklich Kraftfahrzeuge? Wow, das ist neu. Wobei es ja immer wieder erschreckend ist, wie sehr viele Leute doch ihr Glück herausfordern. An dieser Stelle schon runter, Busch steht mit 30 ankommen. Ja, schön vorsichtig. Gerade wenn es hier zweispurig ist. Ja. Und Haras hat vorher abgebremst. Sehr gut. Da guckt euch nochmal an, wie unser Einsender hier eigentlich bereits mitgedacht hat. Rechts habe ich ihm seine Geschwindigkeit nochmal eingeblendet und die GPS-Verzögerung, die Dashcams ja immer haben, habe ich mal entfernt. Ja. Sehr gut, genauso. Wenn er rechts blinkt, mit 30, auch bei mehrspuriger Fahrbahn, mit 30 dran vorbei. Wenn Warnblink an ist, dann mit Schrittgeschwindigkeit. Und was viele nicht wissen, wenn die Fahrbahn nicht baulich getrennt ist, muss der Gegenverkehr genau dasselbe machen. Schön 30 und wenn der Bus Warnblink an hat, dann mit Schrittgeschwindigkeit. Und man kann es ruhig sagen, wie es ist, ohne das Bremsen unseres Einsenders wäre er hier mit 50 Klamotten in die Fahrertür reingedonnert. Und der Seat-Fahrer wäre mindestens im Krankenhaus gelandet. Und warum? Alles nur für ein paar Sekunden Zeitersparnis. Aber wir müssen ja nicht von Glück ausgehen, dass das Haras so gemacht hat, weil es ist eigentlich Pflicht. Genau deswegen. Also bitte jetzt nicht Haras so hinstellen, so Gott sei Dank ist er jetzt 30 gefahren. Nee, laut StVO sollte er das auch machen. Also hat er alles richtig gemacht. Genau aus diesem Grund. Wir achten mal auf den Verkehr, der von links kommt. Fahrradfahrer? Muss rum. Absolut typischer Klassiker. Und schön in den Seitenspiegel eingeklappt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist, ja, wenn man halt zu faul ist, den Schulter mitzumachen. Wer als Radfahrer in solchen Situationen nicht immer für die Pkw mitdenkt, können sich wahrscheinlich jedes Jahr 10-mal überfahren lassen. Ja, müssen sie halt. So wie Motorradfahrer, die müssen auch immer mitdenken, für alle. Die Ungeduld, die Autofahrer gegenüber Radfahrern haben, gibt es auch von Motorradfahrern gegenüber Autofahrern. Italien, haben wir jetzt 2 Wochen Roadtrip gemacht durch Italien. Ich habe schon 1-2 Videos hochgeladen. Guckt euch das an. Wahnsinn, Wahnsinn. Also das meinte ich ja. Wie hier in Deutschland, wir meckern auf hohem Niveau. In Italien geht es richtig ab. Also ich als deutscher Fahrlehrer, wow, hatte da schon meine Probleme. Das zu verkraften und zu verdauen, was da auf der Straße passiert. Holla die Waldweh. Jetzt stellt das, das vor, hier schon ganz normal. Das ist normal. Auch so machen. Also manchmal fragt man sich ja schon, was ist denn mit den Leuten los? Und ja, hier wurde unser Einsender angehubt. Der kam sehr schnell um die Ecke. Darum gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal aus der Heckperspektive an. Ja, fährt genauso wie wir auf der Hauptstraße drauf oder auf die Fahrbahn hier drauf. Ich meine, wenn der Kia ordentlich gefahren wäre, hätten die beiden jetzt nicht so eine Situation, mal davon abgesehen. Aber das muss man halt wissen, ne? Wenn der Kia-Fahrer jetzt sich denkt, ich fahre jetzt hier mit 60, 70 lang und dann kommt mir da auch noch einer hier vor die Nase und dann hupe ich erstmal, weil er mich jetzt hier ausbremst. Ich würde ja gerne hier mit 60, 70 weiterfahren. Und der kam da links aus der Seitenstraße, heißt, als unser Einsender losfuhr, war der wahrscheinlich noch nicht mal auf der Straße hier drauf. Fahrbahn. Also wäre er ganz normal gefahren, wie man es sollte, der Kia, wie gesagt, dann wären wir jetzt nicht in dieser Situation. Unser Einsender hätte ihn vielleicht trotzdem durchaus sehen können, das denke ich schon. Aber da kann man an der Stelle des Kia-Fahrers ruhig auch mal so ein bisschen mitdenken. Ey, Mann, ich denke nach
so einer langen Lage. Und ich bin mir eigentlich sicher, der Radfahrer hat sich da auch nichts bei gedacht und hätte auch definitiv angehalten. Aber mit angepasster Geschwindigkeit heranfahren. Wir müssen ja auch verstehen, was der Fahrradfahrer will. Der Fahrradfahrer weiß ganz genau, was er will. Der kommt jetzt angedüst, hält an, lässt uns durch und hinterher wahrscheinlich. So, das sind wir aber nicht. Wir sehen nur von der Seite aus dem Augenwinkel, wie ein Fahrradfahrer, ohne zu bremsen, ohne langsamer zu werden, auf unsere Fahrbahn drauf will. Natürlich würde da jeder würde da auf die Bremse drücken. Das ist dasselbe, wenn ich an Fußgängerüberweg ranfahre. Vorher schon runter vom Gas, langsamer werden. Dass die Fußgänger, die den Fußgängerüberweg benutzen wollen, verstehen, dass ich anhalten will. Und nicht kurz vorher stehen bleiben. Bisschen mitdenken. Klar machen, was man vorhat. Keiner kann hell sehen oder Gedanken lesen. Das funktioniert halt noch nicht. Ne? Aber dass man sich hier selbstverständlich erstmal gut erschrecken kann, das kann man nur zu gut nachvollziehen. Andere hingegen, ja, die lassen das mit dem Anhalten direkt komplett weg. Überfordert. Diese Situation, die mag ich sowieso nicht. Oh, die ist hier rechts abbiegen und Augen zu und durch. Wird schon gut gehen. Die letzten 20 Male sind auch gut gegangen an dieser Stelle. So. Was? Einfach nur wow. Also immer, wenn man denkt, man hätte alles schon mal gesehen auf unserem Kanal. Ja. Ach, die ist jetzt gerade hochgeklappt. Ich wollte schon sagen, ist jetzt schon ganze Zeit mit der Motorhaube gefahren? Dann kommt sowas. Wie kann das passieren? Scheiße. Stell mal, du fährst und geht die Motor hoch. Okay. Rot. Du hast rot, Junge. Mittlerweile. Und das ist die ganze traurige Geschichte daran. Es ist doch jetzt nichts Besonderes mehr, oder? Fahrradfahrer über rot fährt. Hier sind wir jetzt mit Walter unterwegs. Walter. Also das ist so eine Belehrung. Ach, das ist schwierig. Leute, lasst das. Das ist dumm. Ich finde, dazu muss ich Entschuldigung, jetzt auch Walter, was sagen, aber weil wer unsere Videos hier kennt, der weiß, dass er immer ziemlich gut darin ist zu hupen. Und ich habe auch irgendwie bei all den Videos immer so ein wenig das Gefühl, dass er ruhig auch mal ein bisschen mehr bremsen könnte. Oft stand er bringt die Leute extra in Gefahr, um sie zu belehren. Das auch schon von euch in den Kommentaren geschrieben. Ja, die anderen, die verhalten sich hier falsch und ja, ihnen wird auch definitiv die Vorfahrt genommen. Aber muss ich beispielsweise bei den beiden Situationen mit den Fußgängern hier wirklich so hart draufhalten? Stolpert er einmal ein bisschen wenig oder stoppt beim Hupen plötzlich, weil er sich erschrickt? Ja, dann wird er die eiskalt umnieten, weil einfach gar kein Platz mehr zum Reagieren da ist. Was ja definitiv nicht daran liegt, dass wirklich zu wenig Platz da war, sondern daran, dass Situationen absichtlich knapper gemacht wurden, als es eigentlich hätten sein müssen. Ja. Versteht mich da nicht falsch, dass man sich ärgert, wenn einem die Vorfahrt genommen wird, das kann ich verstehen. Ich glaube, ich kenne auch keinen Autofahrer, bei dem das nicht der Fall wäre. Aber so ein kleines bisschen mehr defensives Fahren und Gelassenheit, das wäre viel wert und würde viele Situationen oft bedeutend harmloser machen. Hier links sind ja zwei Pferdekutschen. Ob Pferde jetzt unbedingt zur Belustigung vor Kutschen mitten in den Stadtverkehr reichen? Finde ich ganz, ganz schlimm, weil Pferde auch Fluchttiere sind. Das ist für sie eine extreme Belastung und Stress, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich finde, die haben hier im Straßenverkehr, im dichten Innenstadt und so weiter, haben die nichts zu suchen. Gar nichts. Das ist so dermaßen laut für die und so stressig. Kann ich mir sagen, das wäre ja auch wieder so ein anderes Thema. Aber am Ende sind Pferde, egal wie gut sie trainiert sind, trotzdem Fluchttiere, die laute Geräusche. Naja, nur bedingt mögen. Da ist mir Walter ein bisschen zu früh auf die Bremse. Also er hätte ruhig noch 1,5 Meter näher ran und dann voll auf die Eisen, weil dann wäre die Belehrung perfekt gewesen. So. Oh, guck doch, das meine ich hier. Schaut mal, der hat jetzt die B-Säule, der hat jetzt die Kopfstütze hier, der sieht uns praktisch gar nicht. Ja? Und nach dem Motto, wenn ich nichts sehe, kann auch nichts kommen und dann rausfahren. Versucht immer ein bisschen mehr im Winkel ranzufahren. Je weiter weg ihr vom Winkel seid, desto mehr müsst ihr euch auch bewegen. Logisch, ja, oder langsam vortasten, bis ich was sehe. Aber das hier, ab jetzt sieht er uns erst. Guck mal, der Kopf ist schon so weit nach vorne. Weil also der schon nicht von links kommt, abbiegen, das ist ja wirklich mal was komplett Neues. Hier, schaut nochmal. B-Säule, Stütze, ab jetzt sieht er uns erst. Boah, der tastet sich ja auch nicht vor. Also er möchte gerne wenden. Der nutzt diese Einmündung hier um einen richtig schönen großen Bogen und dann hier rum. Nasse Fahrbahn und Max, Reaktion wie ein Jedi-Ritter, kommt Gott sei Dank noch zum Stehen und das war eine sehr knappe Geschichte. Die Krise im Iran verursacht
Und dann fast noch den Fahrradfahrer. Geplättet wahrscheinlich. Ich kann doch nicht einfach da drehen, das geht nicht. Ja, du musst gucken, bevor du fährst. Das war jetzt so knapp, mein Freund. Sag mal. Nee, Max, den möchtest du nicht. Den möchtest du nicht als Freund haben. Oh, sehr schön. Ich bezweifle, dass man hier links abbiegen darf. Hier musst du über 1, 2, 3 Spuren, hier ist dann sowieso durchgezogen. Hier darfst du aber drauf fahren. Guck mal hier, hier ist gestrichelt. Hier dürftest du links drauf fahren. Na? Aber das ist hier, also nee, das ist verboten. Und hier das gleiche schon wieder. Hier sieht man sehr schön die Gestrichelte, dass du hier drauf fahren kannst. Ne? Nicht sehen können, weil die komplette Sicht verdeckt ist, aber Hauptsache erstmal fahren. Und ich bezweifle mal, dass der überhaupt von dem Gelände hier nach links runterfahren durfte. Ja. Die werden schon anhalten. Einfach drauf. Huch, gucken, da wartet ja schon die Polizei auf ihn. Oh, der Karma! Aber erstmal gekonnt, einfach drumrum. Hilft aber nichts. Am Ende stoppen sie ihn trotzdem. Aber ganz generell sehr mit dem schön. Linksabbiegen, ich kann da einfach nur an eure Geduld appellieren. Situationen, wo Leute bei verdeckter Sicht links abbiegen, die hatten in letzter Zeit wirklich erschreckend häufig auf dem Kanal. Und fast immer nur, weil die Leute keine Lust hatten, 5 bis 10 Sekunden zu warten, bis die Strecke wirklich einsehbar ist. Das Risiko ist es doch einfach nicht wert. Ein kleines bisschen mehr Geduld, es wird wirklich so unglaublich viele Probleme im Straßenverkehr verhindern. Ich muss schnell von A nach B, weil wir haben ja alle keine Zeit mehr. Wir müssen schnell von A nach B und da zählt jede wirklich jede Sekunde. Dieser innerliche Druck verleitet uns zu den spontanen Entscheidungen. Schnell mal rum, schnell mal einen Spurwechsel, schnell mal über Rot. Wir müssen wirklich lernen, wieder mal durchzuatmen, entspannt zu fahren. Das bedeutet keine Hektik, das bedeutet ohne Stress. Hat auch ein bisschen was mit dem Zeitmanagement zu tun. Gerade in Berlin, wenn du von A nach B fahren willst, musst du ein gutes Zeitmanagement haben. Wenn du schon mit Druck ins Auto steigst und dann durch Berlin fährst, hast du eigentlich schon verloren. Immer ein Puffer von 10 bis eine Viertelstunde mit einplanen in dein Zeitmanagement und dann wird das schon. Weil es wird ja immer mehr. Es werden immer mehr Autos, es werden immer größere Autos. Die Straßen werden immer mehr verstopfter werden. Also die Straßen verstopfen immer mehr. Und das wird noch schlimmer. Ja, es wird noch schlimmer. Drum Entspannung, Leute. Aber damit sind wir durch für heute. Eine weitere Dashcam-Folge, die findet ihr heute noch rechts. Einfach draufklicken, dann kommt ihr dahin. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Und somit ist er raus. Dankeschön. Vielen Dank.